Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu Dead Rising. Wir haben noch ein ein ganzes Leben. Wenn wir jetzt noch einmal getroffen sind, sind wir tot. Und da ist Big Earl. Ich muss versuchen. Ich will den einen in diesem Part tatsächlich noch umbringen. Boah, ey. Nee. Glück gehabt, oder? Ey, wie viele Zombies hier sind wieder. Das ist. Oh, Derek. Oh Mann! Ich heule so. Oh verdammt, da muss ich jetzt durch! Und meine Lebensanzeige radiert sich auf ein Hälftes Lebelchen. Boah, ey, da muss ich jetzt durch. Ja, bin durch. Da ist es trotzdem noch nicht sicher. Ich muss hinter die Theke, da sind nämlich Donuts. Man kennt ja die Polizisten, die sind in Amerika nicht immer ganz so sportlich, sage ich schon mal. Ein bisschen dicklich. Ach ne, das sind... Okay, das ist eine Rezeption, das ist kein Police, aber trotzdem kann ich da durch. So, ich springe, die kommen zwar jetzt ganz schnell, aber... Wenn ich die jetzt umbringen kann... Oh! Milch da. Yes! So ein Kaffee da. Boah, geil! Kaffee-Crema. Und ich bin fast voll. Hier ruft einer. Können wir retten. Ach ja, ich weiß ja, was ich in diesem Part holen wollte. Hör auf zu... Alter, dieser eine schreit. Ich hole die jetzt kurz und dann lasse ich sie umbringen oder so. Keine Ahnung. Mal sehen. Oh, ey, ich komme schon, aber jetzt hör auf zu schreien, bitte. Das nervt mich nämlich. Wo ist sie denn? Hä, wo ist sie? Ach, sie ist draußen. Die Zombies sind zu doof, um mich zu schnappen. Ja. So, auf jeden Fall werden wir dann... Da, wo Kitty war. Wisst ihr noch? Mal sehen, ob ich da irgendwie hinkomme. Boah, wo ist sie denn? I come... Wo ist die? Wo ist die Kuh denn hin? Ich sehe sie nicht, ganz ehrlich. Egal, ich gehe jetzt zurück. So, New Message. Ja. Kann ich erstmal drauf kacken. Boah, ey, ich war im vorletzten Part Level 18. Im letzten Part habe ich es nicht geschafft, nachdem ich den umgebracht habe. Ich weiß nicht, da hatte ich, glaube ich, ziemlich viele Zombies umgebracht. Mit dem Raketen... Boah, Alter, wo ist die denn hier? Das regt mich echt... Over here, wo? Ich höre sie. Aber sehe sie nicht. Ach, da ist sie. Europa, hey. Are you okay? Oh my god, like, don't look at me. Sorry, I'm just trying to help. Oh my god, this is like totally embarrassing. This is like a total tragedy. Anybody home? Oops. What happened? Like I was in my hotel room. I went to get some ice. And the stupid door locked behind me. Hey, nicht so schnell. A zombie outbreak started. But come with me. I can get you to safety. Are you like drunk or some young? I can't go out there like this. What are you talking about? You can stay here? Stay here. Look, what if a good guy, cute guy, or like... underwater too. Komm, ich laber einfach... Ja, genau, den kenne ich auch. Ja, komm mal mit und dann... Okay, those clothes are like no way as... What? Ich soll mich jetzt... Ach, ich soll... ich soll mich umziehen, dann kommt sie mit. Nee, komm, dann stirb lieber. Ich zieh mich doch nicht um hier. What is that? Nee, unglaublich, da gibt's uns den Auftrag, wir sollen uns umziehen und dann kommt sie mit uns. Wir sehen nicht cute genug aus. We are not cute enough. It's unbelievable, unbelievable. So, Derek ist oben wieder. Der Olle. Die können wir wirklich nur mit Maschinenpistolen besiegen. Mit Snipers bringt das überhaupt nothing. So. Oh, 500 PP. Was? 20.000 Special PP New Skill Move. Zählt. Was war das denn nochmal? Ah, das hier. Hua, Donkey Kong. Irgendwie erinnert das wirklich an Donkey Kong. Die rollen ja auch immer so. Das ist ja geil. Guck dir das mal an. Keiner greift uns an. Und mit dem Helm sieht das richtig geil aus. Touchdown! Derek. Genau, ist das Atlantica, diese... Jawohl, da müssen wir hin, Atlantica. Dort holen wir uns dann die super Maschinenpistole. Und dann bringen wir den um. Schaffen wir in diesem Part mal wieder nicht so viel. Aber dann ist er wenigstens tot. Weil der stört uns auch später dann bei unseren Hauptcases. Da müssen wir ja auch dann wieder rausgehen und so. Und dann könnte er uns vielleicht umbringen, wenn wir gerade wenig Leben haben oder so. Und dann wäre das ein Problem. Ja, Doctrawl haben wir gerade ausprobiert mit CTRL. Mit Steuerung. Können wir das Ganze machen. Und hier sind Fische. Die sind sehr, sehr gut. Sind hier sehr, sehr proteinreich. Ja, weiß man ja.
So, die bringe ich mal kurz. Oh, Alter, geil. Geilometrisch. Guck dir doch mal an, das Blut und alles. Ey, Mann. Wer darauf nicht steht, der ist scheiße. Nein. So. Hier sind bestimmt wieder diese Pokerspieler. Bam. Das Doofe ist, man schießt und dann hat man 2 Sekunden nichts. Dann bleibt er da stehen und macht nichts. Weil er so paralys ist. Okay, die sind nicht mehr hier drin. Sie sind anscheinend schon alle gestorben. Schade. Beziehungsweise selber schuld. Hätten sie gleich von Anfang an mit mir gehen sollen. Genau wie diese Pussy, die sagte, ich soll mich umziehen. Oh, geil. Das habe ich noch nie gemacht. Kann man hier drehen? Kostet 1000. Mache ich mal. Und. Habe ich gewonnen. Oh, Totenkopf. You lose. Fast beim großen Schatz. Schade. So. Palisades Mall. Da müssen wir hin. Dort gibt es einen speziellen Laden. Ihr kennt den schon. Glaube ich. Also die wirklich jeden Part gesehen haben von Let's Play Dead Rising German bei Rob124, die kennen das. Die kennen das wirklich, ja. Ist ein geiler Laden, ne? Geiler Schuppen. Da können wir uns erstmal wieder aufrüsten. Aber da wollte ich gar nicht lang. Fällt mir gerade ein. Was mache ich da wieder? Stimmt. Boah, wie viele Bullen hier sind. Unglaublich. So. Ich könnte wirklich irgendwie 2 Stunden oder so über Zombies reden. Über das Spiel könnte ich reden. Let's Talk oder so machen. Wirklich, ich hatte so viele Fragen und so. Aber ich will die jetzt nicht in das Let's Play mit einbringen erstmal. Da könnte ich wirklich 2 Stunden drüber reden. Dann würde ich das mit Left 4 Dead in Verbindung bringen. Wirklich. So viel Unlogisches gibt es hier und so. Aber das will ich jetzt nicht zum Vorschein bringen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Let's Talk. Warum juckt meine Hand gerade? Ja. Yucatan Casino. Da müssen wir hin, nach oben. Witz. Ach nee, da ist es doch. Wann ist das schlecht ausgestellt? Die Pfeile zeigen nach oben. Warum hält er sich... Oh, ich habe Magenschmerzen. Ich glaube, ich habe irgendwie was Falsches gegessen. Voll selten hier bei den Zombies. Die sind so hässlich, ich kotze gleich. Ja. Wir hatten bisher einmal, wo der wirklich richtig gekotzt hat. Das war dann beim Bossfight gegen die Zwillinge. Das war nicht schön. Und wir holen uns jetzt das, was uns zusteht. Damit können wir den besiegen. Diesen Derek. Und das Gute ist, der Schaden, den wir ihnen zufügen, der bleibt immer erhalten bis zum Ende hin. Bis das Event von dem jetzt auch abläuft, ne? Der hat, glaube ich, auch ein Event. Oh, dieser Fisch ist auch sehr gut. Sehr schön. Das können wir... Na? Also, was wir wirklich brauchen würden... So, die LMG haben wir jetzt. Ich glaube, ich nehme die... Aua. So, ich glaube, ich nehme... Tausche die Sniper gegen... Die Shotgun. So, erstmal umbringen. Stirb. So, ich will die Shotgun lieber haben. Die ist besser. So, damit können wir auch zum Beispiel, falls wir es nicht für den einen gebrauchen können hier. So, wir gehen da jetzt durch. Und dann werden wir ihn natürlich... Ah, mit der Shotgun, da kann ich wahrscheinlich bei dem auch nicht so viel Schaden anrichten. Obwohl, wenn ich nah dran bin, eventuell. Das Gute ist aber, wenn da, wie gesagt, diese Blöcke sind, da kann man sich gut verschanzen hinter und dann bam, bam, bam mit der Maschinenpistole machen. Haben wir ja auch so den einen Psychopathen da besiegt, ne? Im letzten Part. Aber auch im vorletzten Part, und zwar 2-mal den gleichen. Alter, im letzten Part diese Zombies, die da noch kamen, die mich umgebracht haben. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich, ne? Aber na gut, was willst du da machen? Wenn man zu doof ist, um zu safe, hat man selber schuld. Ne? Das Schwere ist auch... Ja, wenn ich die jetzt nicht töte, wenn manche sagen, ach komm, lass sie doch mal in Ruhe. Nee, erstens, der Case fängt eh erst später an, können wir eh machen. Und zweitens, die werden da bleiben. Die werden mich dann irgendwann umbringen. In einer anderen Situation. Wenn ich mit denen gar nicht rechne. Verstehst du? So. Das Doofe ist, man kann gar nicht rennen hier im Spiel. Finde ich ein bisschen schade. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Rollen ist... Ich weiß nicht, ob das... Nee, das ist nicht schneller. Weil, guck mal, da sind wieder 2 Sekunden, wo er gelähmt ist. Weißt du? Das ist ähnlich wie bei Sniper. Die Sniper gefällt mir nicht. Es sei denn, es ist ein Zombie oder Zombies, die ich umbringen muss. Mit einem Schlag One-Hit. Dann wäre das schon anders. Dann wäre die...
eigentlich normal, aber so bringt die Snap überhaupt nichts, wie ich finde. Zumindest nicht, wenn man gegen irgendwie andere kämpft, weil, wie gesagt, du schießt bam, 2 Sekunden nichts. Naja. Time until military arrives, 18 hours, 17 minutes and 19 seconds. So. Jetzt gehe ich hier durch. So, da war wieder eine Queen. Ich weiß gar nicht, bei der PlayStation 3 Version war das ja nicht so, weißt du? Da war gar kein grüner Schleim. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Ihr habt zwar geschrieben, das kommt von einer Queen. Ja, aber was ist denn das jetzt genau? Warum kommt denn das? Das habt ihr noch nicht geschrieben. Und das könnt ihr gerne jetzt nochmal in die Kommentare schreiben. Genau jetzt! Ich lese sie mir durch und schreibe sofort. Das ist der Vorteil. Und das würde mich echt mal interessieren. Und ich werde wieder aufgefressen hier. Beim lebendigen Leibe. Fortune Park! Save your game by visiting a restroom. Natürlich. Machen wir das. Das müssen wir sogar machen. So. In der Zeit, ja klar, schaffen wir noch. So. Mal sehen, wo war Derek jetzt nochmal positioniert. Ach, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal safe am Anfang, dass ich die ganzen Waffen in diesem... Hä? Dass ich die ganzen Waffen in diesem Part schon... Hä? Ach, das ist der Derek. Und der hat mich getroffen. Da ist Derek. Ich wollte nochmal safen, Derek. Lass mich nochmal bitte safen. So, safe game. Jetzt habe ich schon wieder voll viel verloren. Das ist echt blöd. So, einmal gesaved. Erfolgreich gesaved. So, jetzt... ich verliere zu viel Leben wieder wahrscheinlich. Ey, ich bin gleich tot. Egal, ich gehe weiter. Ich habe ja ein Safe State. Dass er mich auch immer sofort trifft, das ist echt ein Wunder. Ein doofes Wunder. Oh, ich lebe trotzdem noch. Ja, toll. Jetzt bin ich tot. Ey, das ist so dämlich, dass er mich... Siehst du, deswegen muss ich sie auch vor allem ausschalten. Gott sei Dank habe ich jetzt nochmal gesaved, hätte ich nicht gesaved. Dann wäre ich richtig sauer. Weil dann müsste ich nochmal alles machen, was ich... nicht geschafft hätte. Oh, laden, laden, laden. Saving survivors will give you lots of PP. PP, PP, PP. Ich mach gleich PP. So. Ich gehe lieber hier rum. Da ist Big Earl. Big Earl. Der wird mich auch einheizen, oder? Ich könnte den eigentlich auch zuerst umbringen, aber ich mach zuerst Derek. Dann ist die eine schon mal clean. Wenn ich dann Big Earl umgebracht habe, kommt dann noch einer. Mal sehen, ob ich das alles in den nächsten Parts schaffe. Ich glaube nicht, denn ich gehe bald zu Stakeout. Das ist ja bald. Ups. Jetzt kommt der wieder, ey. Der regt mich so auf. Oh. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Der kotzt mich langsam an. Von wegen, der kann hier treffen. Guck doch mal, der ist voll weit entfernt. Der trifft jedes Mal. Jetzt muss ich auch noch so einen scheiß Fisch essen. So, ein bisschen wieder aufgefüllt. Ja, der schießt schon wieder, das gibt's doch nicht. Da muss ich hin. Ey! Dieser... Ich will's nicht sagen. Ich muss da jetzt rüber, aber der trifft mich ja immer. Wie kann er mich von da noch treffen? So, ich glaube, jetzt ist die Distanz überschritten. Jetzt können wir hier durchgehen praktisch. Jetzt muss ich mich hier wieder durchschlängeln. Und dann habe ich die nötigen Waffen, um ihn... endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Ne, LMG? Genau, LMG. So. Zack, dich bringe ich mal um. Und dich. Dann bezahle ich ganz viel wieder für ein paar Snacks. Boah. Boah. Mann. Die Zombies nerven mich gerade. So. Erledigt alle. Ja, der stirbt jetzt gleich. Er verliert zu viel Blut. Und weg ist er. So. Und wenn man mal Left 4 Dead und Dead Rising... Left 4 Dead sage ich jetzt schon. Dead Rising The Walking Dead zum Beispiel vergleicht. Da gibt es ganz, ganz viele... Nein, jetzt bezahlt er nochmal für nichts. Warum nur? So, das brauche ich für den richtigen Notfall. Und jetzt geht's nochmal los. Jetzt besiegen wir Derek, hoffentlich. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein paar Mal runtergehen wieder. Ich weiß nicht, habe ich den letzten Mal noch was abziehen können? Nee, ich glaube, da habe ich ihn komplett ignoriert. Das heißt, er hat jetzt wieder volles Leben. Und das gilt es zu verhindern. Hoffentlich können wir wenigstens die Hälfte bald mal abziehen. Und dann, ich weiß nicht,
vielleicht, wahrscheinlich im nächsten Part werden wir ihn dann komplett umbringen, wenn wir es hier nicht schaffen eben. So, davon ist er. Ich sehe nichts. Jetzt geh mal weg, Militär. Ich weiß, dass die dann kommen werden. Der trifft nicht wieder sofort. Boah, duck dich doch. Oh Gott. So, ich konzentriere mich hierbei immer. Boah, Deckung gehen. So, der hat schon viel Leben verloren. Die Hälfte noch lange nicht, aber... Ja, 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 guck dir das an. Ey, geil. Der backt da fest. Er ist gleich tot, er ist gleich tot. Ja, ja, ja. Und er ist down. Geil. Geil. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.